Schön, dass du da bist, Giovanna. Das Turnier lief ja soweit ganz gut, aber gestern hast du verloren, ne, gegen Christine Braun. Was ist denn da passiert? Nichts Besonderes. Ich glaube, ich habe zu viel angegriffen und ich hätte strategisch spielen sollen. Mhm. Und diese Struktur D6, E5 war am Ende doch zu schwach. Ja, also du wolltest unbedingt gewinnen gestern und dann ist es nach hinten losgegangen, ja, oder? Okay, aber Springer G4, Springer F4, aber hat leider nicht geklappt. Ja, aber sonst, du hast ja auch schon eine Partie des Tages hier gewonnen, ne? Glückwunsch auch dazu. Das heißt, an sich läuft es ja jetzt ganz gut. Du hast 4 aus 5, bist auf jeden Fall noch vorne mit dabei. Und ja, deswegen schauen wir uns jetzt sehr gerne mal deine Partie an. Genau, du kannst auch selber einfach mal durchklicken, was du hier geplant hast. Spielst du immer mit ersten Springer F3 oder war das jetzt eine Vorbereitung? Also da spiele ich normalerweise, ich habe noch zwei Züge, die ich ab und zu spiele, aber das ist die Hauptvariante. Okay, ja, du kannst hier unten noch durchklicken. So, und C5, das hat sie bis jetzt noch keinmal gespielt. Okay. Aber das ist Tarosch, ich könnte das. Also habe ich sofort C4. Mhm. Da hat sie hier genommen und ich glaube E4 ist richtig. Ja. Und dann hier habe ich schon mal mit Springer genommen. Ja. Auf D4 und das ist nicht gut. Okay, das heißt, du wusstest, ja, dieses also, Mal mit der Dame genau, nehmen. Ja. Mit der Dame. Und A6, da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich so geht. Weil, jetzt, weil es so langsam ist? Ja, oder? Jetzt habe ich schon zwei Figuren und ja, die Bauernstruktur ist symmetrisch. Ja. Ja. Okay, ja, also ich meine, ne, man denkt eher auf den ersten Blick symmetrische Bauernstruktur, aber du hast halt einfach schon einen Entwicklungsvorsprung. Es ist schon deutlich angenehmer für dich zu spielen. Ja, genau, ne? Auf jeden Fall. Mhm. Dann E5. Okay, das ist hier alles normal. Ja. Genau, okay, und hier dachten wir, das war eine sehr interessante Idee von ihr, ne? Läufer E6, damit sie hier, wenn sie mit dem Bauern zurücknimmt, die Felder D5 und F5 unter Kontrolle hat. Ne? Genau. Aber ist natürlich auch erstmal ein schwacher Bauern dann für sie, ne? Ja, richtig. Das wollte ich auch sagen. Ich kenne schon Partien, wo dieser Bauer gar nicht so schwach ist, aber da gibt es mehr Figuren und Dame ist auch dabei. Also ich glaube, hier wäre vielleicht nicht so gut für sie, aber ich bin mir nicht sicher. Okay. Ich habe genommen. Sieht ja nicht falsch aus, ne? Ja, vielleicht hätte ich Springer D5 spielen können, aber da hat man dann erstmal die Bauernschwäche provoziert, auf die man dann gut spielen kann, ne? Genau, und jetzt wäre sehr wahrscheinlich Läufer E3 besser, weil dann hat sie diesen Feld hier gar nicht. Ah, okay, ja, einfach verhindern, dass die Läufer C5 genau macht, das ergibt Sinn, ja. Ich hab weil mit Rochade kann man noch einen Zug warten, ne? Ja, okay, genau, ja. Aber das hat sie nicht gespielt. Mhm. Und dann Läufer L3. Ja, und dann hat man den da hinbekommen. Aber hier habe ich sehr lange kalkuliert, ob nach Läufer B4, bei meinem Bauer hier hängt, ob ja, das alles geht. Was hättest du hier nach oder Läufer B4 kam ja auch? Ja, genau. Und dann habe ich das ausgerechnet. Ah, ja stimmt, das hatten wir gesehen, weil E6 hängt halt, ne? Und ja, erstmal ist ja E4 jetzt auch noch überdeckt. Ja, sah sehr überzeugend aus, ja. Dann kam natürlich das. Mhm. Und jetzt ist die Frage, soll ich erstmal nehmen und dann A3 oder vielleicht gar nicht nehmen? Aber A3 sieht gut aus, finde ich. A3 sieht sehr logisch aus, ja. Ich glaube, das war auch. Ich glaube, genau, jetzt hat sie ja dann auf C3 genommen nach A3 und ich glaube, dann wäre Springer E2 besser gewesen, dass sie dann den Bauern auf C3 abholt. Ja, auf jeden Fall, ja. Kann mir einmal kurz zeigen. Genau. Und jetzt einfach den Bauern abholen, dass man halt, ja, nicht am Ende mit Minusbauern als Schwarzer rausgeht, ne? Genau, aber hier hängt schon wieder alles. Ja, überall. Es ist nicht einfach für Schwarz, aber wäre auf jeden Fall besser gewesen, ne? Ja. Aber hier hast du schon auf jeden Fall einiges auch erreicht. Okay. Ja, aber sie hat Springer C2 stattdessen gemacht, ne? Ja. Was hast du hier gedacht nach Springer C2? Turm B1 habe ich schon im Voraus gesehen. Ja. Also ich hätte eventuell hier auch nehmen können. Und dann habe ich auch nachgedacht und am Ende stehe ich sogar besser, aber ob das wirklich so ist, ob es Zwischenzüge gibt und Turm B1 war einfach. Ja, war einfach sehr stark, ne? Also ja, dann hat sie dir ja jetzt auch diesen Bauern verpasst, aber dafür bist du einfach viel besser entwickelt und kommst gleich auf die siebte Reihe rein. Das sieht nicht so sehr verlockend für Schwarz aus hier, ne? Und ich kriege auch extra Bauern. Ja.
Ja, gut, der ist dann erstmal weg, ne? Und jetzt hat sie auch taktisch was übersehen noch gleich den zweiten Bauern hinterher eingestellt. Das war eigentlich ein ganz schönes Motiv. Und zwar hat sie hier Turm A7 gemacht. Denkt man erstmal, es deckt den Bauern. Aber das Problem ist, ja, wie du schon richtig gespielt hast, man kann trotzdem auf G7 nehmen, weil der Springer auf F6 nicht gedeckt ist. Ja, und das sieht dann schon ziemlich bitter aus für Schwarz. Ne? Hier, warst du dir hier auch schon sicher, ich gewinne das? Oder? Ja, hier war ich schon sicher. Ja. Ein Zug danach, hier habe ich überlegt, ob ich Turm F5 spiele und dann noch mehr provoziere, dass am Ende doch irgendwas hängt. Ja. Aber dann, wo ich gesehen habe, dann war ich mir schon sicher. Ja, und sie hat auch genommen. Und jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich das alles so gut läuft. Ja, also ich meine, du hast zwei mehr Bauern und das sollte ja eigentlich gut reichen, wenn man das einfach jetzt schön alles abwickelt. Aber das hast du ja, glaube ich. Wir haben jetzt das Ende noch nicht gesehen, deswegen kannst du es uns gerne mal zeigen. Aber soll ich überspringen? Nee, du kannst gerne hier durchklicken. Also. Okay. Aber hier hängt nichts. Ich habe H3 oder G3. Ja, das kann man alles immer ganz gut verhindern. Genau. Und dann einfach noch die Bauern eingesammelt. Und hier habe ich zu schnell gespielt. H3 wäre richtig gut für mich. Dann hätte sie gar keine Chance. Okay. Weil du wirst gleich sehen, da hängt diese Reihe. Ah, okay. Und einfach H3, dann kann sie da nichts angreifen. Okay, genau. Das ergibt Sinn. Und das, glaube ich, ist logisch. Der König sieht auch schon so halb matt aus, ne? Jetzt hängt B5 auch noch mit Schach, oder? Ja, genau. Jetzt kann sie nicht auf A3 nehmen, weil sonst matt ist, ne? Ja, richtig. Ist auch ganz hübsch. okay. Ja, jetzt zeige ich dir, warum das nicht so gut war. Weil du den jetzt noch decken musstest. Genau, ein Bauer ist weg. Ja. Ist trotzdem gewonnen, aber. Ja, du hast so viele Mehrbauern inzwischen, dann reicht das auch aus. Ja. Ja, gut, das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau. Also ich denke nicht, dass H4 jetzt so schlimm war. Ah ja, ich zeige dir das hier. Wenn sie, was wollte ich? Genau, wenn sie hier nimmt, dann nehme ich auf H7 und dann kann sie kein Turm A5, dann spiele ich einfach Turm hier und wenn sie nimmt, dann Turm F3. Und, okay. Ja, und jetzt läuft wahrscheinlich auch noch der G-Bauer, oder? Ah, Turm D6 hast du erst gemacht? Turm D6, ja. Hier kann man auch G4 hier machen, oder? Wahrscheinlich. Okay. Aber das war einfach. Einfacher, ja. Genau. Okay, und dann die zwei Bauern. Da hat man dann nicht mehr viel zu melden als Schwarzer. Ja, und hier, das ist sehr wichtig. Den König abschneiden, genau. Ja. Sehr gute Technik. Und dann habe ich einfach gewartet und sie hat auch gehen. Ja, gut, da hat man nicht mehr viel zu melden als Schwarzer. Deine Bauern laufen und sie kann nichts machen. Ja, richtig schöne Partie. Also jetzt mit 4 aus 5 bist du ja gut dabei. Ist das die erste deutsche Meisterschaft, wo du mitspielst? Ja. Wieso hast du die vorher noch nie mitgespielt? Ich habe mich nicht qualifiziert. Ah, okay. Über welchen Landesverband hast du dich jetzt? Niedersachsen. Ah, Niedersachsen. Okay, und dein Ziel ist wahrscheinlich auch hier den Titel mit nach Hause zu nehmen, oder? Das wäre schön. Ja, ist ja noch alles drin. Ich meine, es werden noch 4 Runden gespielt. Du bist gut dabei, also drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Schön. Und ja, schön, dass du da warst. Also vielen Dank für deine Partie und deine Analyse. Und dann drücke ich die Daumen für die nächsten Runden. Dankeschön. So. Mega.